Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Stone Shard. Wir haben das letzte Mal ja ein bisschen Taktik ausgeklügelt, Offensive zu spielen. Und ja, danke schön, Phoenix, für die Tipps. Wir sollten ein bisschen langsamer spielen, das Spiel ein bisschen ja, kennenlernen und so. Und vor allem die Fragezeichen auf der Map abgehen. Hier haben wir eins oben, das ist das Lagerfeuer. Hier ist das Lagerfeuer. Aber hier oben haben wir eins. Und das wäre genau oberhalb gewesen, da war es sehr schwer gerade. Gehen wir mal hier runter. Okay, die Map ist komplett wieder neu. Ich hatte irgendwie vier hintereinander, hier genau, neben dem alten Turm, vier Fragezeichen hintereinander. Das wurde scheinbar erneuert, also das wird immer wieder resettet, wo die Fragezeichen sind. Also gehen wir mal da runter. Und wie man sieht, habe ich einfach mal noch ein bisschen gespielt, ein bisschen Leder gesammelt. Ich habe ja Geld gesammelt, 1012 habe ich jetzt. Und Stats habe ich getan in Vitalität. Ja. Der Stab habe ich verzaubert, aber ja, ist nicht gut geworden. Jo. Also einfach ein bisschen Leder gesammelt und ja, ein paar Banditen gekillt. So die Wurst und so, die möchte ich eigentlich kaufen, aber die ist noch ein bisschen zu teuer. Weil die kann man dreimal verwenden und ja, macht ganz viel Hunger weg. Sehr gut. Ah ja, genau. Mal kurz schauen. Nach links und dann runter. Oder drei runter und eins links. Machen wir das so. So, also jetzt zeige ich euch, wie ich am besten spiele. Natürlich mit einem Töten. Oh. Ja, okay. Passierte mich nicht, mir nichts. Das wollte ich eigentlich nicht. Sollte gleich noch ein Level Up sein. Nochmal einer. Kommen die hinter den Bäumen hin? Okay, das ist gut. Ich möchte nämlich noch ein bisschen Leder haben. Zuerst auf den Fuchs. Ja. So. Und den gleich mal einräuchern. Ah, Wölfe, okay. Ja, das ist nicht so gut. Ich möchte die EXP mitnehmen. Ja, gut. Dann halt nicht. Ja, sicher. Okay, wir müssen weg. Das ist zu gefährlich. Die Wölfe sind zu schnell. Also, drei runter. Jetzt haben wir eins runter. Mist. Da sind Wölfe im Weg. Also, wir müssen viel sicherer werden, also nicht so schnell laufen immer. Zwei. Schmetterlinge können wir nicht einsammeln. Ja, komm, nehmen wir mal mit. Das ist immer gut, so eine Wiese ohne Tiere. Klette war doch gut. Nein, Klette war nicht gut, oder? Doch, Klette ist gut. Die müssen wir unbedingt einsetzen, so schnell wie möglich, weil die geben ja nicht viel Geld. Das ist einfach, wenn man verletzt ist, die mal isst. Pfefferminz ist sowieso. Hungerresistenz, sehr gut. So, jetzt können wir eigentlich direkt nach links gehen. Aber ich möchte mal noch kurz schauen, was es hier für Blumen gibt. Oh, der Manning. Was ist denn das?
Ist das die Goldrute, Gold, Goldnessel? Irgendwie so etwas. Oder irgendwie so ein bisschen niederländisch, holländisch. Hier sollte irgendwas sein. Wenn ich es richtig gesehen habe, soll hier etwas sein. 1, 2, 3 und dann links. Schauen wir mal. Was ist denn hier? Ah, ein verbranntes Haus. Und hier ist ein Banditenlager. Rebell, Mensch, Bandit. Okay. Ahnungslos. Ich glaube, so in einem Banditenlager waren wir schon, oder? Weil da kommt der andere, also er wird wahrscheinlich schon kommen. Aber nicht so schnell. Okay, einer ist kaputt. Und er gibt 32 XP, das war vielleicht ein schwerer. Aber dank dem Schaden, den wir machen, ist das eigentlich so ziemlich gut. Danke, Pynex, für die Tipps. Das ist jetzt wirklich sehr hilfreich. Was wir denn gut gehen können, ist das für den Anfang. Vielleicht habe ich gerade ein gutes Banditenlager gefunden, aber scheinbar schon. Ein Eimer ist ja nicht nützlich, oder? Wenn er nur 4 gibt. Okay. Und ein Jade. Okay. So. Ja, bei mir ist halt jetzt auch gerade ein bisschen Inaktivität wieder wegen dem WoW-Server-Bann. Ich habe aber die ja gebannt für ein paar. Für einen Monat. Und ja, deshalb ist jetzt gerade wieder ein bisschen Ruhe. Die Leute denken, ja, wir können jetzt einen Monat nicht. Ding, jetzt schauen wir ihm nicht zu. Toll. Finde ich nett. Nee, ich meine einfach, die Projekte sind halt sehr unterschiedlich. Zwei nach links und zwei nach unten. Nein. Sei nach rechts, meine ich natürlich. Ach. Ich hatte früher eine Rechts-Links-Schwäche und das ist mir jetzt immer noch irgendwie so ein bisschen manchmal nervig, dass ich einfach irgendwas ausspreche und ich verstehe, ob ich links oder rechts gesagt habe. Also, ja, ich sage einfach rechts und links zu rechts noch ein bisschen. Wo ich genau im Kopf weiß, nein, das ist falsch, das ist falsch. Aber ich spreche einfach. Ja, ich spreche einfach. Okay, ganz viel Heilung. Ich glaube, ich werde Kräuterhexe noch. 1, 2 und dann runter schon. Aber hier ist gar nichts. Auf diesen Wiesen ist gar nichts. Also nur diese Kräuter. Okay, ganz komisch. Was sollte das eigentlich im nächsten Gebiet sein? Also ich muss auf jeden Fall zuerst leveln. Nee, das ist natürlich. Ja, vom Schaden her ist es gut, aber sonst muss zum. Ich werde vielleicht Zeitmagie nehmen, wenn es das schon gibt. Aber scheinbar gibt es schon. Werden wir dann sehen. Ich habe irgendwas gehört. Ah, Durst. Aber ich muss langsam schon etwas haben. Ah, die geben kaum Esshunger. Ja, was soll man tun? Jetzt ist es. Ich will einfach das weghaben, bevor ich kämpfe.
Ja, wir brauchen hochwertiges Essen. Wir nehmen, glaube ich, das Wurst jetzt mit. Können wir es auch noch beschaffen? Ja, YouTube ist sehr, sehr eigen. Die Leute wollen natürlich schon echt nur das sehen, was sie wirklich interessiert. Alles andere wird nicht angeschaut und so. Das ist leider so. Und jetzt habe ich mittlerweile so viele Parts bei Last Epoch. Und zum Beispiel bei Stone Shard schon relativ, dass einfach nicht mehr so viele zuschauen. Nehmt euch Zeit für die Let's Plays. Schaut sie an, wie ich es mache. Ich bin einfach irgendwie so ein Einzelfall auf YouTube, der nicht unbedingt das macht, was die anderen machen. Aber viele machen immer das, was die anderen machen. Und das ist nicht so gut. Also. Was soll ich mit einem Seil? Aber. Na gut. Minecraft könnte man etwas machen. Ja, Minecraft kommt ja auch von der Modded-Server, wenn endlich der Host den Server eingestellt hat. Die Bezahlung auch überbekommen hat. Also hat wahrscheinlich schon überbekommen, aber die sind mega langsam. Ist halt ein V-Server, da geht immer länger zum Einstellen. Und ja, dann können wir eigentlich den starten, den Server. Verzaubern Schriftrolle. Wollen wir mal den Mantel verzaubern? Ich denke, der Mantel gibt schon recht viel Bonus. Aber die anderen sind nicht so speziell. Zauberhandschuhe wäre noch. Geht nicht. Kann ich das nicht hier machen? Okay, vielleicht nicht im Inventar von der Kiste. Mate. Benutzen. Wieso geht das nicht? Okay, jetzt habe ich hier Kontenchance. Das ist ziemlich gut. Aber zu wenig Chance. Ich brauche aber jetzt wirklich noch ein bisschen Geld. Ich bekomme ja fast kein Geld. Über 16, 70, 65 ungefähr habe ich bekommen. So, das nächste Camp haben wir, dann gehen wir kurz schlafen, damit wir speichern können. Und zwar bis 8 Uhr. Spiel wurde gespeichert. Und jetzt habe ich natürlich wieder Hunger. Ja, was soll man tun, wenn man verhungert? Glaube, ich gehe jetzt wieder nach oben, hä? Wir müssen zurück. Das ist halt schlecht. Ich muss in ein Waldgebiet gehen. Und die sind ja weit weg. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 nach oben und 1 nach links. Ja, wir verhungern wahrscheinlich. Das Spiel ist aber noch nicht ausbalanciert. Das ist unglaublich, wie. Ja. Ich gehe jetzt schon eins rüber. Weil sonst müssen wir durch den Wald mehr. Wenn nein, schon, aber nee, ist zu gefährlich. Jetzt regnet es wieder. Also 3, jetzt 2. Ja, ich muss direkt nach oben. Aber ich glaube, schräg ist ein bisschen schneller. Aber da müssen wir ja nicht hin. Schräg, wir müssen gerade nach oben. Zwei.
langsam ein bisschen langweilig, nur durch Wiese zu gehen, sorry. Aber das ist das Spiel. Man sollte eigentlich dem Let's Player nie etwas Böses wollen, wenn er einfach nicht momentan nicht viel machen kann. Aber das ist nun mal so. Man wird, ja, gedisliked oder so, wenn es mal ein bisschen langweiliger ist. Aber ich kann ja ein bisschen reden. Muss das sein. Haben wir gespeichert. Wir haben einfach null Chancen gegen Wölfe. Wie stark sind die? Die waren noch stärker. Früher. Das ist unglaublich. Wie viel haben wir? Ja. Okay. Eins nach links und dann alles nach oben. Aber wieso spawnen Wölfe direkt bei mir? Wenn man ein Gebiet betritt. Wieso haben die das nicht irgendwie so gemacht, dass es ein Mindestspawn-Gebiet gibt? Dass die Monster einfach nicht so nahe spawnen können. Ich habe es ja nicht gesehen, bis zum letzten Laufen. Bis zum letzten Schritt habe ich sie nicht gesehen. Die waren gleich bei mir. Also hier ist 3. Ja, einfach unglaublich unfair. Das Spiel ist scheinbar so richtig extremst böse zu den Spielern. Ich habe immer wieder gelesen, das Spiel sei ultra schwer und nicht toll und ja, man hätte nur eine Skillung und so. Alle sagen, ich müsste Axt und Mace nehmen. Axt oder Mace mit Schild. Ich will das nicht. Oder Bogen sei am Endgame mega stark. Aber ich will nicht Bogen. Ich will das, was ich will. Ich will einfach Spiele, die balanciert sind. Und ja, das ist extrem nervig natürlich. Kann ich irgendwie Hunger, Resistenz oder so? So. Geistige Gesundheit. Was ist das? Minzwurzel, okay. Sonst habe ich leider keins, also ist einfach das Hunger. Müssen wir kämpfen. Also jetzt haben wir, glaube ich, 2. Sollten wir eigentlich im Dorf ankommen, nach dem Wald? Hä? War der Wald nur bei 1? Ja, okay. Ich dachte, es wären 2 weit noch. Aber ja, das Dorf ist ja auch ein bisschen weit. So, jetzt hoffen wir, dass wir nach Hause kommen. Das ist unser momentanes Heimatdorf sozusagen. Weil wir dort aufgewacht sind oder einfach gewesen sind in der Kneipe. So, schauen wir mal. Wir gehen noch das dicke Geäst, also dort, was nicht so durchgeht. Dann sollte eigentlich uns nichts passieren. Aber das ist immer Zufall, ihr seht, jetzt ist kein Gegner hier. Und vorher waren da 2 Wölfe mindestens. Und das ist natürlich schon nervig, wenn man immer wieder resetten muss, immer wieder laden muss und so. Und scheinbar kann es sein in einem Dungeon, dass der Raum komplett gefüllt ist mit Gegnern. Direkt am Anfang. Das ist natürlich auch nicht so gut. Hast du es mit Kochbananen versucht? Etwas Interessantes gehört. Ein Kräuterkundiger. Ich glaube, da kann ich diese Kräuter eigentlich verkaufen. Gut. Ja, ich brauche sie gar nicht. Es ist gut, dass der direkt bei den Wiesen ist. So, der andere Schritt musst du nicht haben. Ah, aber du hast Zaubersprichwörter, Spruchbrunnen. Könnte ich eigentlich kaufen. Schlafmittelschwamm. Was soll ich mitnehmen? Ich nehme nichts mit. Diese Schriftrollen findet man hoffentlich genug.
Also wo sind wir jetzt hier? Sind wir jetzt wirklich im Dorf? Ah, okay. Wir sind hier, also. Ja, okay, dann müssen wir ja nicht verkaufen. Gehen wir, Gemüsehändler, der hat sicher irgendwas. Ja, ich kaufe mir das nicht. Also, wenn ich was kaufe, dann ist es Wurst. Wurst. 135. Könnte eigentlich ein guter Wert sein. Ich kaufe mal 2 Wurst. Und, das verdirbt und das verdirbt nicht. Kartoffel ist eigentlich noch ziemlich gut. Wieso tut Käse so schnell verderben? Ja, okay, Käse verdirbt eigentlich schon schnell, wenn man es nicht kühlt. Okay. Du hast sicher auch noch Wurst. Okay, die ist immer gleich. Dann nehmen wir noch Schinken. So, und kaufen in der Taverne schon mal das Met. Ja. Hätte jetzt mehr erwartet, aber okay. So, hast du irgendwas, was man zwischendurch essen kann? Rätsel. Gut, ist auch Teigtasche. Ja, dann gehen wir ein bisschen weg, oder? Also weiter weg. Und machen eben diese Bandencamps einfach am Anfang zum Level. Ja, zuerst mal speichern. Hm? Der ist gerade, okay. 14. 20 Uhr. Gespeichert, okay. Oh nein. Erfrischt, nass. Ah, es regnet deshalb, oh nein. Dachte schon, das wäre ein Jäger, Dieb gewesen. Süßeste Soße der Arbeit. Okay. Das Seil könnten wir noch verkaufen. Aber es ist gar niemand mehr hier. Quelle der Verdorbenheit. Das tönt ein bisschen gut, aber es könnte. Ja, wir nehmen einfach an. Ja. Eine Krypta, also. Das ist ein Dungeon und die sind zu schwer. Ich weiß nicht, wo die Krypta überhaupt ist. Gehen wir doch mal zum interessanten Ort hoch. Wenn es keine Bären hat, dann können wir eigentlich das schon ziemlich machen. Ja, okay, dann geh doch. Ich meine, es ist immer doof, gleich schnell zu sein. Da sollten sie auch ein bisschen ändern. Dass ein paar schneller sind. Dass wir wenigstens schneller als die Dorfbewohner sind. Weil Wölfe sind ja schneller. Die holen mich ja immer ein, wenn sie mich gesehen haben. Bin ich einfach tot. Jetzt muss ich aber noch kurz schauen. Angebrannt, angekuckelt.
Portal nochmal eins. Ist einfach sehr wichtig. Und der einfach zum Schaden machen. Bau und Pflege, okay. Und seit wann haben Bau und Pflege? Also brauchen Bau und Pflege zum Tiere abschlagen? Nee, lieber nicht. Bitte nicht, Game. Tier schlägt man nicht. Das ist ein Gesetz. Aber wieso heulen die, wenn sie mich nicht sehen? Das ist einfach so eine Vorwarnung für uns. Also ja, Wölfe heulen ja, um sich zu verständigen und nicht zum Ding. Also, dass wenn ich sie sehe, dann immer heulen, ist eigentlich ein bisschen falsch. Was? Hirsch? Wo? Hirsch, ich brauche Hirsch. Hirschfilet. Komm zu mir, ja. Komm zu Papa. Es ist einfach zu dunkel und der Hirsch ist zu schnell. Todeskappe. Wo sind Wölfe? Ich sehe keine. Da. So, scheinbar ist der Hirsch dort durchgelaufen. Ja, sicher. Okay, zu viele Wölfe. Das heißt, ich gehe mal hier ein bisschen konzentriert nach rechts. Ein neuer Hirsch. Ja komm, lassen wir die Hirsche mal noch, bis sie ganz stark sind. Okay. Gut. Test 2, schnell. Oh, gut. Ich dachte schon, ne. Er würde mir schaden machen. Hier kommt die Beute. Ich bin aber nicht die Beute, du bist die Beute. So macht's für mich auch Sinn. Oh, gut. Okay. Knüppel. Scheinbar gibt es immer zwei Banditen oder vier oder fünf, weiß ich nicht genau. Aber zwei Banditen außerhalb von einem Camp. Oder in einem Camp, oder? Aber ich habe ja mal ein Camp gesehen, das vier hat oder so. Mindestens vier. Aber wir auch das erste Mal, glaube ich, gestorben sind draußen. In Part 4 war das, glaube ich. Ja, ja. So, was ist jetzt hier? Ich sehe kaum noch was. Es ist so dunkel. War schlecht. Springen soll. Kein Fell. Aber was ist hier? Also hier sollte es eigentlich sein, oder ist es noch eins weiter oben? Ich habe jetzt vor lauter Kampf vorher nicht so gecheckt. Also nicht mitbekommen, wo wir sind. Mann, es ist Nacht und ich hab Hunger. Ah, das waren saftige Rülpse. Wie viel Hunger habe ich denn? Ich esse mein ganzes Ding. Okay, immerhin. Ja, ich muss unbedingt Wasser, aber ich kann nirgends Wasser auffüllen. Ich sehe keinen Brunnen. Ja, doch im Dorf ist, glaube ich, ein Brunnen. Aber ich sehe nichts mehr. Ah, hier ist es, okay. Okay, wieder ein Camp. Das ist, ja, ziemlich gut. Aber das ist wahrscheinlich... Nein, es ist immer noch die... Sollen wir das noch machen? Ja, es ist leider schon 30. Ich muss ein bisschen länger machen.
jetzt stirb. Ja, die haben eigentlich immer genug, so viel Leben. Das für ein paar, ungefähr 4 Angriffe reicht. Das ist einfach schwach, oder Lohe, aber dafür, ja, wir könnten es schon öfters einsetzen. So. Okay. Immerhin. Ein Trank. Ja, Antitoxin ist eigentlich wichtig, das ist cool. Also, dann machen wir mal auf 8. Und jetzt sollte es eigentlich gespeichert haben. Okay. Das sind so Sachen, die als Neuling vom Game, also ohne Informationen, ich noch nicht so verstanden habe, dass es wirklich stehen muss. Es hat gespeichert und so. Und das habe ich im 3., 4. und 5. Part eigentlich noch nicht gewusst. Und im ersten, also vom ersten auf den zweiten Part haben wir auch ja, ein paar Sachen verloren. Das ist einfach klar. Aber immerhin geht es jetzt auch in Banditencamps. Und ja, da können wir nächstes Mal hier weitermachen. Wir wissen ja, wo wir sind, bei diesem Turm. Und dann gehen wir zu diesem Ort. Ja. Aber unten durch am besten. Weil wir müssen unbedingt noch leveln. Und ja, Hirsche jagen und so Sachen. Ruf gibt's noch nicht. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.